Im folgenden Film zeigen wir Ihnen ein herzgesundes Übungsprogramm, welches Sie einfach und sicher zu Hause durchführen können. Der Gymstick 2.0 ist ein einfaches und vielseitiges Trainingsgerät zur Kräftigung aller Körperbereiche. Er ist erhältlich in 5 verschiedenen Widerstandsstufen. Wir empfehlen Herzpatienten bei der Ausführung der folgenden Übungen den grünen Gymstick mit leichtem Widerstand. Sollte Ihnen der Widerstand bei einer Übung zu leicht sein, können Sie die Tubings durch Aufrollen verkürzen und somit den Widerstand erhöhen. Mit der folgenden Übung trainieren Sie die Muskulatur in Ihren Armen. Stellen Sie sich mit den Füßen in die Schlaufen und halten Sie den Gymstick mit leicht angewinkelten Armen auf Hüfthöhe. Die Handrücken zeigen dabei nach unten. Ziehen Sie die Hände mit der Ausatmung Richtung Schulter. Die Ellbogen sollten dabei eng am Körper bleiben. Senken Sie die Hände mit der Einatmung wieder zurück in die Ausgangsstellung. Wiederholen Sie diese Übung 6 bis 10 Mal und machen Sie anschließend ca. 30 Sekunden Pause. Danach wiederholen Sie den Übungssatz je nach Trainingszustand 1 bis 2 Mal. Mit der folgenden Übung trainieren Sie die Muskulatur Ihrer Beine. Stellen Sie sich schulterbreit mit den Füßen in die Schlaufen und legen Sie den Gymstick im Nacken auf den Schultern ab. Gehen Sie mit der Ausatmung leicht in die Knie. Der Kniewinkel soll dabei jedoch 100 Grad nicht unterschreiten. Strecken Sie sich mit der Einatmung zurück in die Ausgangsposition. Wiederholen Sie diese Übung 6 bis 10 Mal. Legen Sie anschließend eine kurze Pause für ca. 30 Sekunden ein. Danach wiederholen Sie den Übungssatz je nach Trainingszustand 1 bis 2 Mal. Mit der folgenden Übung stärken Sie Ihren Oberkörper. Stellen Sie sich schulterbreit mit den Füßen in die Schlaufen und legen den Gymstick im Nacken auf den Schultern ab. Führen Sie beim Ausatmen eine Seitneigung mit dem Oberkörper nach rechts durch und kehren Sie beim Einatmen wieder zurück zur Mitte. Führen Sie anschließend mit der nächsten Ausatmung die Seitneigung zur anderen Seite durch und kehren mit der Einatmung wieder zurück zur Mitte. Führen Sie diese beiden Varianten mit je 6 bis 10 Wiederholungen durch. Machen Sie anschließend eine Pause von ca. 30 Sekunden und wiederholen dann den gesamten Satz 1 bis 2 Mal. Die folgende Übung stärkt die Muskulatur Ihres gesamten Körpers. Stellen Sie sich schulterbreit mit den Füßen in die Schlaufen und legen den Gymstick im Nacken auf den Schultern ab. Gehen Sie nun in den Ausfallschritt mit dem rechten Fuß nach vorne. Führen Sie mit der Ausatmung eine Rotation zur rechten Seite aus und kehren Sie mit der Einatmung zurück in die Ausgangsposition. Achten Sie darauf, dass das Becken stabil bleibt und die Rotation nur aus dem Oberkörper erfolgt. Führen Sie den ersten Satz ohne Seitenwechsel mit 6 bis 10 Wiederholungen durch. Machen Sie anschließend 30 Sekunden Pause und führen die Übung dann zur anderen Seite aus. Das linke Bein steht vorne und die Drehung erfolgt nach links. Führen Sie den Übungssatz zu jeder Seite, je nach Trainingslevel, 1 bis 2 Mal aus. Die folgende Übung trainiert Ihre Grundausdauer. Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl mit den Füßen in den Schlaufen. Der Gymstick liegt im Nacken auf den Schultern. Die Beine sind gebeugt. Strecken Sie abwechselnd das linke und rechte Bein diagonal nach vorne und tippen Sie jeweils mit der Ferse auf den Boden. Achten Sie dabei auf eine gleichmäßige Atmung. Führen Sie diese Übung für ca. 30 bis 40 Sekunden durch
und machen Sie anschließend eine einminütige Pause. Wiederholen Sie die Übung je nach Trainingszustand ein- bis zweimal. Wenn Ihnen die Übung leicht fällt, können Sie die Belastungsdauer von Mal zu Mal verlängern. Um den Effekt zu verstärken, können Sie die Übung im Stand variieren. Stellen Sie sich schulterbreit hin. Heben Sie den rechten Fuß an und tippen Sie mit der Fußspitze vor, neben und hinter sich auf den Boden. Wechseln Sie anschließend die Seite. Zum Schluss noch ein Hinweis. Sie sollten das Training abbrechen, wenn Sie das Gefühl haben, wenig Luft zu bekommen oder nicht mehr frei atmen zu können, sobald Schmerzen auftreten, wenn Unwohlsein, zum Beispiel in Form von Schwindel oder Übelkeit, auftritt. Körperliche Aktivität ist ein einfaches Mittel, Herzerkrankungen vorzubeugen. Weitere Informationen und Übungen zum Thema Herzinfarkt finden Sie in den folgenden Filmen und in unserem Experten-Talk.